Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein Horoskop für den Monat Dezember an und zum Schluss gehen wir noch auf deine Engelszahl für diesen Monat ein. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope zu jedem Sternzeichen hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen und uns zu unterstützen, abonniere diesen Kanal kostenlos und schreibe einen Kommentar. Los geht's! Zu Beginn des Monats, Stier, befindest du dich in einem kontemplativen Zustand. Der Beginn der Schütze-Saison veranlasst dich, über deine Investitionen in Menschen und Dinge nachzudenken, sowohl aus finanzieller als auch aus emotionaler Sicht. Wenn Mitte Dezember die Steinbockzeit beginnt, steht deine Wissbegierde im Vordergrund und führt dazu, dass du dich in neue Lernmöglichkeiten vertiefst oder dir übergreifende Ziele setzt. Der Monat beginnt am 1. Dezember, wenn Merkur, der Planet der Kommunikation und des Intellekts, in den Steinbock eintritt. Dieser Übergang ermutigt dich, über deine gewohnten Grenzen hinauszugehen und deiner Neugierde nachzugehen. Es könnten sich Gelegenheiten zum Reden und Schreiben ergeben. Am 3. Dezember entsteht eine herausfordernde Situation, wenn Venus in der Waage auf Pluto im Steinbock trifft, was zu Spannungen am Arbeitsplatz führen kann oder dazu, dass du schwierige Informationen weitergeben musst. Konflikte und Meinungsverschiedenheiten könnten bestehende Spannungen in Beziehungen aufdecken, die von einer unausgewogenen Machtdynamik geprägt sind. Wenn du deine Überzeugungen öffentlich zum Ausdruck bringst, könntest du in deinem beruflichen Umfeld auf Missbilligung stoßen. Am 4. Dezember tritt Venus, die mit romantischen und finanziellen Angelegenheiten zu tun hat, in den Skorpion ein und stärkt damit deine intimen Beziehungen. Für diejenigen, die in einer Beziehung leben, könnte dies eine Zeit sein, sich aufeinander zu konzentrieren oder Zukunftspläne zu besprechen, während Singles vielleicht eine wichtige Verbindung finden. Ein paar Tage später, am 9. Dezember, könnte ein harmonischer Aspekt zwischen Venus und Jupiter ein feierliches Ereignis oder die Unterstützung für ein persönliches Ziel ankündigen. Der Neumond in Schütze am 12. Dezember signaliert eine Zeit, in der du dich ernsthaft mit deiner Finanzplanung auseinandersetzen solltest, ZB mit dem Abbau von Schulden, Investitionen oder neuen Vereinbarungen. Es ist eine Gelegenheit, die Vergangenheit loszulassen und deinem früheren Selbst gegenüber Mitgefühl zu zeigen, indem du deine früheren Grenzen erkennst. Später an diesem Tag beginnt Merkur seine rückläufige Bewegung im Steinbock und fordert dich auf, deine Überzeugungen und deine Weltanschauung zu überdenken. Am 18. Dezember steht der rückläufige Merkur im Steinbock in Wechselwirkung mit Jupiter im Stier, was dir möglicherweise gute Nachrichten oder Gelegenheiten für deine persönlichen Ambitionen bringt. An diesem Tag können auch deine Fähigkeiten und dein Wissen ins Rampenlicht rücken. Der 20. Dezember bringt unvorhergesehene Veränderungen in deinen engen Beziehungen mit sich, da Venus im Skorpion gegen Uranus im Stier steht. Beziehungen, die auf wackeligen Beinen stehen, könnten enden, während andere nach mehr Freiheit oder Neuem suchen. Für Singles ist eine überraschende romantische Begegnung möglich. Die Wintersonnenwende am 21. Dezember, die durch den Eintritt der Sonne in den Steinbock gekennzeichnet ist, inspiriert dich dazu, neue Möglichkeiten zu ergreifen und deine Zukunftspläne neu zu überdenken. Diese Zeit ist auch günstig, um deine Talente einem größeren Publikum zu präsentieren. Später an diesem Tag kommt es zu einem entscheidenden Moment in laufenden Diskussionen, wenn sich die Sonne im Steinbock mit Merkur ausrichtet und wichtige Informationen enthüllt. Der Wiedereintritt des rückläufigen Merkurs in den Schützen veranlasst dich, deine Finanzstrategien zu überdenken und über gemeinsame Ressourcen und Grenzen zu diskutieren. Der 25. Dezember bringt eine harmonische Verbindung zwischen Venus im Skorpion und Neptun in den Fischen, die Romantik und Inspiration in deinen Beziehungen fördert und möglicherweise zu einflussreichen Begegnungen führt. Der Vollmond im Krebs am 26. Dezember hebt heikle Themen hervor und enthüllt möglicherweise wichtige Informationen,
die dein Sicherheitsgefühl beeinträchtigen. Am 27. Dezember, wenn die Sonne im Steinbock mit Jupiter im Stier in einer Linie steht, könntest du Ideen vom Anfang des Monats umsetzen und möglicherweise aufregende Neuigkeiten über ein persönliches Ziel mitteilen. Der 27. Dezember ist auch eine Zeit für feste finanzielle Entscheidungen, zum Beispiel für die Anbahnung oder den Abschluss von Verträgen, die Rückzahlung von Schulden oder die Loslösung von vergangenen finanziellen Bindungen. Am nächsten Tag könnte Mars in Schütze, der mit Neptun in Fische kollidiert, eine Welle von Klatsch und Tratsch auslösen und die wahre Loyalität von Freunden und Kollegen aufdecken. Der Monat endet am 29. Dezember mit dem Eintritt von Venus in den Schützen, der dir für das Jahr 2024 eine Zeit finanzieller Stabilität und Glück verspricht. Eure Unterstützung bedeutet uns wirklich viel und macht einen großen Unterschied. Wenn ihr gerne mehr sehen wollt und uns helfen möchtet, noch bessere Inhalte zu produzieren, gibt es ein paar einfache Dinge, die ihr tun könnt. Abonniert unseren Kanal, lasst einen Daumen hoch da und schreibt uns einen Kommentar. Jeder Klick, jeder Daumen hoch und jeder Kommentar hilft uns enorm. Also vielen Dank für eure Unterstützung. Jetzt schauen wir uns deine Engelszahl für diesen Monat an. Du unterhältst dich mit einem Freund über eine frustrierende Situation auf der Arbeit, von der du nicht weißt, was du tun sollst. Irgendwann seufzt du, schaust auf die Uhr und siehst, dass es 12 Uhr und 12 Minuten ist. Später am Tag trinkst du einen Kaffee mit einem Kollegen, aber du kannst kaum zuhören, was sie sagen, dein Kopf ist voll mit Gedanken über dasselbe Thema. Du kommst zur Kasse und stellst fest, dass deine Bestellung genau 12,12 Euro gekostet hat. Jetzt wird es unheimlich. Warum siehst du immer wieder diese Zahl? Hat sie etwas mit der Situation zu tun, an die du immer wieder denken musst? Wenn ja, was bedeutet sie? Nun, die Zahl 1212 versucht, dir etwas über dein Dilemma zu sagen. Hier ist, was sie bedeutet. Was ist eine Engelszahl? Eine Engelszahl ist eine Folge von Zahlen, die sich normalerweise wiederholen. Sie kann auch ein Palindrom sein oder eine Zahl, die nur für dich von Bedeutung ist. Engelszahlen sind göttliche Botschaften, die dir helfen, Antworten zu bekommen und dich auf deinem Weg weiterzuleiten. Was bedeutet die Engelszahl 1212? Die Engelszahl 1212 ist ein Zeichen dafür, dass du hart gearbeitet und einen entscheidenden Punkt in deinem Prozess erreicht hast, aber es gibt noch viel zu tun. Du baust eine Dynamik für etwas Neues auf und bist auf halbem Weg dorthin. Diese Zahl ist eine Botschaft, dass du zu dem zurückkehren sollst, was du kennst, dass du dich auf den Boden der Tatsachen begeben und deinen Halt finden sollst. Investiere in deine Gesundheit und in die Werkzeuge und Ressourcen, die du brauchst, um auf dem Weg zu bleiben. Was bedeutet die Engelszahl 1212 für die Liebe? Wenn es um die Liebe geht, bedeutet die Zahl 1212, dass du eine neue Ebene erreicht hast. Egal ob du alleinstehend oder in einer Beziehung bist, die Dinge sind jetzt anders. Du wirst angeleitet, alte Muster aufzugeben und stattdessen innovativ und konsequent in deinen Beziehungen zu sein. Frische dein Engagement für das Lieben und Geliebtwerden auf und sieh zu, dass du die Romantik aus einer neuen Perspektive angehst. Was bedeutet die Engelszahl 1212 für meine Karriere? Wenn es um deine Karriere geht, kann 1212 symbolisieren, dass es an der Zeit ist, nach mehr zu fragen. Wenn es eine Stelle gibt, an der du nachgelassen hast, dann bringe neues Leben und neue Energie in deine Bemühungen und finde heraus, wohin du als nächstes gehen willst. Dies ist eine entscheidende Zeit für die Entwicklung deines Erbes. Mach das Beste daraus, indem du weiterhin zeigst, warum du der oder die Beste in dem bist, was du tust. Vertraue darauf, dass du schon bald belohnt werden wirst. Was soll ich tun, wenn ich immer wieder Engel Nummer 1212 sehe?
Wenn die Engelszahl 1212 dich überallhin verfolgt, ist es an der Zeit, dass du dich damit versöhnst, wo du dich auf deinem Weg befindest. Welche Anfänge haben gerade erst begonnen? Welche Aspekte deines Lebens brauchen mehr Zeit, Engagement und Durchhaltevermögen? Und welche Zyklen haben ihr Ende erreicht? Manchmal fürchten wir Veränderungen, weil sie uns unbekannt sind. Du wirst gerade dazu angehalten, das, was du weißt, zu vertiefen und in dem, was du gut kannst, stark zu sein. Du stehst kurz vor einem großen Durchbruch und einem Neuanfang. Lass dich nicht ablenken, nur weil noch nicht alles perfekt ist. Bleib auf deinem Kurs und pass auf dich auf. Der Neuanfang kommt erst, wenn du bereit bist. Wir sind unglaublich dankbar für jeden von euch, der unseren Kanal unterstützt. Eure Interaktionen machen all die harte Arbeit, die wir in unsere Videos stecken, lohnenswert. Also vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, ein Like zu hinterlassen oder eure Gedanken in den Kommentaren zu teilen. Wir freuen uns schon darauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, bleibt gesund und munter.